Ein 23-jähriger Mann aus Erlangen ist bei der Überschreitung des Watzmanns in den Berchtesgadener Alpen tödlich verunglückt. Nachdem er sich am Samstagabend nach einer gemeinsamen Bergtour nicht meldete, wurde er als vermisst gemeldet. Rettungskräfte fanden am nächsten Tag seine Leiche und brachten sie per Hubschrauber ins Tal. Die Polizei bestätigte, dass der Mann auf der westlichen Seite vermutlich im Bereich der Mittelspitze abgestürzt war. Die Freunde hatten ursprünglich geplant, den Watzmann gemeinsam zu überschreiten, wegen des schlechten Wetters brach einer von ihnen die Tour ab. Der 23-Jährige setzte den Aufstieg mit einer anderen Bergsteigergruppe fort, bevor er verunglückte. Nun bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich zu melden.